Hallo Freunde, willkommen zurück. Ja, es ist mal wieder Happy Hour, aber ich glaube, ich werde mal heute diese Happy Hour Packs nicht ziehen, sondern ganz normalen. Da sind jetzt für 25.000 halt die Spieler drin, aber wenn ich mir einfach hier diese Premium Packs hole, habe ich ungefähr die gleiche Anzahl an Spieler und habe noch die Verbrauchsobjekte zum gleichen Kurs, die ich noch verticken kann. Darum habe ich mir überlegt, ich hole mir einfach diese Premium Gold Sets. Und ich habe mir ein paar FIFA-Points geholt, weil ich außerdem mir vorgenommen habe, ein Team of the Season Bundesliga-Team aufzubauen und das wird mich ungefähr 6 bis 7 Millionen kosten. Ja, da muss ich natürlich ein bisschen Coins sparen und ich habe auch nicht mehr so wirklich Bock zum Traden. Irgendwann geht es einem halt auch ein bisschen auf den Sack. Darum habe ich einfach mal FIFA-Points geholt. Und wir fangen jetzt auch gleich mal an mit dem ersten Pack. Und das machen wir jetzt gleich mal auf. Mal gucken, was da kommt. So, ja. Das ist auf jeden Fall kein Informspieler. Von Olympique Lyon haben wir hier den Kollegen, dann Emerson, dann haben wir hier die Verträge. Dann hier die Verletzungskarte, ZM auf Zom, hier den alten Positionskollegen. Dann haben wir hier noch ein paar Spieler, Kopp-Uschi und, naja, ein paar Spieler ist übertrieben, ein Spieler. So, wollen wir mal hier schön speichern den Rotz. Was ist denn hier was wert? Der Spieler hier ist wahrscheinlich nichts wert. Aber hier die alte, obwohl, komm, ich lösche die einfach. Zack, weg. Bin heute mal verschwenderisch. Und dann machen wir gleich das nächste Pack. Oh, Moment, nicht mit Münzen. FIFA Points. Ich will ja ein paar Münzen sparen. So, auf geht's. Ah, das sieht auch nicht gut aus. Okay, hier haben wir hier wenigstens einen schnellen Kollegen. Wo spielt denn der überhaupt? Okay, in der französischen Liga. Mal gucken, ob wir den irgendwie verticken können. 3-5-2 ist natürlich nicht so eine tolle Aufstellung für ein LA. Dann haben wir hier noch einen Zom in einer guten Aufstellung. Mal gucken, ob wir den verkaufen können. Vertragskarten gehen natürlich immer. Fitness, Moral, Passen, ein Stoke-Trikot. Und dann haben wir hier noch Foreign. Foreign spielt bei Southampton. Hat aber nicht so die Oberhammer-Werte, obwohl 78 Verteidigung ist natürlich gar nicht so schlecht für einen Non-Rare-Spieler. Aber ich packe ihn einfach mal auf den Tauschstapel. Kann ich immer noch abstoßen später. Und dann machen wir gleich mal das nächste Päckchen auf. Mann, bin ich aufgeregt. Aber die Hoffnung, dass ich einen der dicken Spieler ziehe, damit ich mir ein bisschen Coins spare. Aber wahrscheinlich werde ich Trapp oder so ziehen. Ich hab's im Gefühl, ne? So, da kommt's. Mal gucken, was es ist. Ja, nix ist. Rosales haben wir. Dann haben wir hier wieder diverse Verträge. Fitness, alle Verletzungen, Ballsicherheit, Mittelstürmer auf Stürmer. Und dann kommen hier nochmal üblichen Verdächtigen. Rausch haben wir hier noch gezogen. Dann hier den alten Belgier von Ajax. Paar Trikots noch. Das speichern wir mal und die anderen werde ich einfach mal abstoßen. Mal gucken, was wir hier noch so ziehen können. Na, mach mal keinen Scheiß hier, ey. Das dauert wieder verdächtig lange. Aber es ist jetzt noch relativ früh. Es ist morgens, ich glaube 10:30 oder so. Kurz eine Uhr hier in der Ecke. Dann gucken wir mal, was das nächste Pack bringt. Was war da? Xabi Alonso? Ja, Logo. Ha! Da ist er. Der alte Schabenkollege. Und Pepe haben wir noch gezogen. Weiß gar nicht, was der alte Schabenkiller noch so wert ist. Ich hoffe, der bringt ein bisschen Alter. Und dann noch hier ein Päckchen und ein Gratis-Set. Ihr seid aber spendabel heute. Ferinha haben wir auch noch gezogen. Der spielt eigentlich auch gar nicht so blöd. Hat natürlich nicht so eine super tollen Passwerte, aber den habe ich auch mal in meinem Non-Rare-Team eingesetzt. War ganz brauchbar. Hat auch eine gute Aufstellung. Darum behalte ich ihn einfach nochmal. Und dann werde ich mir mal angucken, wie ich den Kollegen nachher verhämmere. So, der Schabenkollege ist schon mal okay. Wollen wir mal gucken, was wir noch so ziehen hier. So, auf zum nächsten Päckchen. Scheiße, habe ich den Namen nicht gesehen. Wer ist es denn? Irgendwas mit einem langen Namen.
Ach so, ja, Marco Suarez haben wir gezogen. Das ist wahrscheinlich der lange Name. Haben wir hier wieder Verträge, alle Verletzungen, Moral passen. Everton, Trikot, Valencia, Ball, konstant haben wir gezogen. Ja, der ist ja konstant. Und Rausch schon wieder, Alter. Rausch verfolgt mich, glaube ich. Rausch ist eine gute Aufstellung eigentlich. Aber die beiden werde ich mal abstoßen. Die werden wahrscheinlich nicht viel mehr bringen. Und dann geht's auf zum nächsten Kollegen. So, dann zeig mal. Was hast du so? Ja, Team Fitness die beste Karte. Ansonsten haben wir hier noch zwei Kollegen. Dann haben wir ein bisschen Verträge, Fitness. Was ist das hier? 4-3-1-2. Ja, ist auch okay. Dann haben wir hier Trikots. Thiago haben wir da noch. Und den Ball, den alten Ball, den verkaufe ich. Bunte Bälle gehen immer. Rest zum Verein. Und den alten Thiago hau ich mal weg. Kleinen Gangster. Mann, ey, ich bin aber ein bisschen aufgeregt jetzt hier. Da muss doch mal was Blaues kommen. Einen blauen haben wir ja schon gezogen. Beim englischen Team. Oh, das ist der Rea wahrscheinlich. Jawohl, da ist er. Mal gucken, ob der ein paar Coins bringt noch. Dann haben wir hier noch Verträge. Fitness, Team Fitness, auch immer super. Bayern-Trikot könnte heute vielleicht was wert sein. Heute ist Samstag, heute ist das große Finale. Wähler haben wir noch gezogen. Alle mal speichern. Ja, Wähler für einen Rechtsaußen Non-Rare auch nicht so eine schlechten Werte. Ich hau ihn trotzdem jetzt einfach mal weg. Weil die Aufstellung ist natürlich auch suboptimal für einen Außenspieler. Mann, ey, ich will aber auch immer die Coins nehmen, ne? FIFA-Points will ich. So, was ist jetzt? 35 Punkte. Scheiße, da muss nur 50 stehen, oder was? 55? Für Team of the Week? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, hier haben wir diverse Spieler, dann Verträge, alle Verletzungen, 5-2-1-2, Bremen-Trikot. 2000 Coins, ist schon mal gut. An, haben wir noch Alonso. Alonso. Für ein ZDM, auch nicht so blöd, hat 82 Tempo, 79 Verteidigung. Kopfball ist ein bisschen schwach. Den alten Ball hier hau ich nochmal weg. Ja gut, spielt natürlich in der amerikanischen Liga. Da gibt es ja nicht wirklich so viele Teams. Darum werde ich die beiden jetzt einfach mal hier abstoßen. Und dann machen wir nochmal das nächste Päckchen auf. So, wer ist es? Ah, diverse Spieler hier. Und genau so eine Spieler hat man dann nachher in diesem 25k-Pack und dann ärgere ich mich tot, ne? Darum habe ich mir gedacht, ich hole mir die einfach mal einzeln. Der hier ist bestimmt 2-3 Coins wert. Nochmal so einen komischen Ball, ey. Jetzt habt ihr es aber mit Bällen hier mit mir, wa? Hau mal weg, das Ding. Atletico Mineiro Wappen. Ja, hau ich mal jetzt weg. Mal gucken, was das nächste Päckchen bringt, was wahrscheinlich auch unser letztes sein wird, wie ich das so sehe. Auf geht's. Oh, Wellington habe ich gesehen. Scheiße. Und dann auch noch der andere. Ja, zwei Silberspieler im Goldpack. Hammer. Vielen Dank. Haben wir hier schön Verträge nochmal. Riesige Moral. Noch, oh, eine ganz riesige Moral für alle noch. Und Tempokarte geht auch immer. Das Trikot. Oh, der Trainer hier, der müsste auch für 2-3 Coins gehen. Ich glaube, so 500 müssen wir bringen. Und den Rest werden wir mal speichern. Und dann ist auch schon der scheiß Stapel voll. Die Kollegen hier hau ich mal schnell auf den Tauschstapel. Tja, Freunde, das hat nicht so ganz hingehauen mit Inform. Aber immerhin haben wir die Schabe gezogen. Mal gucken, wie wir den noch verticken können. Und ich sag erstmal Tschüss und bis bald. Macht's gut.